Ihr habt euch eine Entwicklung einer Nachtaufnahme gewünscht und hier ist euer Wunsch. Die Aufnahme hier ist im Mai 2019 in Dubai entstanden. Auf der rechten Seite befindet sich irgendwo der Burj Khalifa. Wir saßen da in einer kleinen Bar und haben die Lichtshow, die dort jeden Abend stattfindet, genießen dürfen. Mein Name ist Jürgen und schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du schon immer einmal wissen wolltest, wie ich solche Aufnahmen im Detail entwickle und bearbeite, dann bist du hier in diesem Video genau richtig. Zunächst möchte ich das Bild wie immer einmal analysieren. Was fällt mir auf? Was stört mich? Was muss verbessert werden? Wohin soll eigentlich die Reise gehen? Zunächst fällt mir auf, das Bild kippt so ziemlich stark nach rechts. Man sieht es hier an dem Turm ganz deutlich und auch hier drüben auf der linken Seite erkennt man es auch sehr gut, dass das ganze Foto nach rechts wegkippt. Kann ich gleich mit den Hilfslinien ausbessern? Das ist überhaupt kein Problem. Dann haben wir hier unten so einen komischen, hässlichen Lichtfleck hier im Wasser. Den möchte ich raushaben. Genauso wie diese Penöpe hier, die wo aus dem Wasser rausgucken. Die großen, die hier diese Fontänen hochspritzen. Finde ich jetzt hier jedenfalls diese fünf großen Dinger hier auch ziemlich störend. Möchte ich raushaben. Dann möchte ich hier das Wasser ein bisschen grüner betonen. Und die komplette Farbschwung so ein wenig anpassen. Das Foto wurde mit ISO 1250 aufgenommen mit einer 25. Sekunde bei einer Blende 1,4 auf 35 mm Festbrennweite. Irgendwelche Sensorflecken erkenne ich jetzt hier in dem Foto nicht, wo verbessert werden müssten. Und ich denke, wir können direkt starten. Ich wechsle jetzt hier als allererstes in das Transformieren. Ich werde mir hier die Hilfslinien zur Hilfe holen und jetzt hier einmal in das Foto hineinzoomen. Das Ganze so ein bisschen positionieren, damit ich einigermaßen gut arbeiten kann. Und jetzt hier versuchen, an der Kante von dem Haus anzusetzen. Und das Gleiche dann hier unten am unteren Bildrand anzusetzen, loszulassen, rauszuzoomen. Und das Gleiche mache ich jetzt hier auf der linken Seite. Ich zoome rein, positioniere mir das Ganze und werde jetzt hier die Lichtkante hier zur Hilfe nehmen und das Ganze ungefähr jetzt hier so positionieren. Und Lightroom richtet es mir jetzt schon aus. Es ist, glaube ich, noch nicht hundertprozentig. Den Detailview werde ich dann hinterher in Photoshop nochmals durchführen, um zu checken, ob das Foto wirklich korrekt ausgerichtet ist. Ich schließe den Transformieren-Tab und gehe als nächstes in die Grundeinstellungen. Da gehe ich von Wie Aufnahme auf Wolfram-Lampenlicht. Naja, vielleicht doch nicht, auf Leuchtstoffröhrenlicht. Leuchtstoffröhrenlicht gefällt mir jetzt hier deutlich besser. Das werde ich als Weißabgleich verwenden. Ich könnte jetzt aber auch hierher gehen und mir mit der Pipette hier in dem Grau einen Weißabgleich nehmen. Dann wären wir ungefähr hier. Wobei mir dann ehrlich gesagt der Weißabgleich von Leuchtstoffröhrenlicht wirklich besser gefallen hat. Vielleicht ist es ein bisschen zu extrem. Wir können es ein ganz klein wenig nach oben ins Wärmere ziehen, so auf 4000. Ich tippe es mal ein und ich denke, ja, so ist es gut. Und dann werde ich die Lichter runterziehen, so um die 50. Das mache ich einfach, damit die Überstrahlungen aus den Lichtern sich so ein bisschen abmindern. Wenn ich jetzt hier auf minus 100 gehe, siehst du, wie es dann alles so ein bisschen ja, weniger überstrahlt. Wenn ich das Ganze jetzt hier ans Plus ziehe, dann überstrahlt alles mehr. Deswegen hier so auf ungefähr um die 50 nach unten mit der Maus ist es echt schwierig. Minus 50. Die Tiefen werde ich auch ein bisschen anheben, aber dann nicht allzu viel, denn wir haben ein wenig Rauschen drin und je mehr ich jetzt hier die aufhelle, umso stärker wird das Rauschen präsent sein. So werde ich jetzt hier auf ungefähr plus 25 hochregeln. Danach werde ich mir den Weißpunkt automatisch setzen. Du kannst das Weiß aus deinem Foto automatisch setzen lassen mit gedrückter Shift-Taste auf das Wort Weiß. Oder mit der Alt-Taste kannst du es jetzt hier manuell reinziehen. Aber hier siehst du schon, sobald hier irgendwelche Artefakte von irgendwelchen Farben zu sehen sind, ist es dort schon überstrahlt. Wenn ich jetzt hier mit der Shift-Taste auf Weiß doppelt draufklicke, dann zieht er mir das komplett runter. Und das Gleiche kann ich auch bei Schwarz machen.
Dann werde ich das Ganze auch bei Kontrast mit einem Doppelklick und die gedrückte Shift-Taste auf Kontrast. Dann regle ich mir den Kontrast so dementsprechend hoch, so wie Lightroom der Meinung ist, es wäre korrekt. Gefällt mir bis jetzt ziemlich gut. Struktur, Klarheit, Dunstentfernung, Dynamik und Sättigung lasse ich jetzt hier in dem Fall erstmal vollkommen unberührt und wechsle weiter auf die Details. In den Details werde ich hier meinen Standardwerten scharf. Wenn du wissen möchtest, wie ich korrekt in Lightroom scharf, schau dir das Video oben rechts einmal an. Das habe ich dir jetzt gerade eingeblendet. Den Betrag schalte ich hier auf 80 ein. Den Radius werde ich hier ziemlich nach unten ziehen, weil ich will hier wirklich nur die Mikrodetails schärfen. Den Detailregler stelle ich auf 40. Und das Maskieren ziehe ich so weit nach rechts, bis nur noch die Bereiche weiß sind, die ich geschärft haben möchte. Und es kommt ungefähr jetzt so hin. Vor allem ist es ganz wichtig, dass das Schärfen sich nicht im Himmel auswirkt, also dass da jetzt hier keine weißen Punkte mehr drin sind. So ungefähr. Ja, vielleicht noch ein bisschen geringer ungefähr. So, okay. Kommen wir zu der Rauschreduzierung. Wenn du mehr Details zur Rauschreduzierung wissen möchtest, habe ich dir... Ich habe dir oben rechts ein Video verlinkt, das im Detail sich um die Rauschreduzierung dreht. Ich werde jetzt hier bis zu 25 nach oben regeln. Wir gehen hier mal auf 100%. Sieht hier schon ziemlich homogen und glatt aus. Den Kontrast werde ich hier aber auch so um die 50 hochdrehen. Alle anderen Werte lasse ich unberührt. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau das Video an, was ich dir da oben eingeblendet habe. Ich zoome raus, wechsle jetzt in die Objektivkorrekturen, werde die chromatischen Aberrationen entfernen, wechsle hier auf manuell und stelle mir hier noch einen kleinen Wert zusätzlich mit ein, damit ich wirklich sicher sein kann, dass ja keine chromatischen Aberrationen mehr enthalten sein werden. Wir können jetzt hier mal an den Kanten hier in den Lichtern mal anschauen, ob wir da noch irgendwas erkennen. Ja, hier vielleicht noch ein bisschen mehr lila Stich. Könnten wir sogar noch ein bisschen mehr rausnehmen. Auch hier hat man noch ein bisschen was erkannt. Ich denke, ich gehe hier sogar auf 3, auf 6 und hier auf 4. Okay. Wie sieht es hier aus? Hier haben wir ein bisschen einen Blaustich außenrum. Wir könnten das hier vielleicht sogar noch ein bisschen... Ja, aber das hast du schon gesehen. Jetzt habe ich das Ganze übertrieben. Wir haben es hier so einen gelben Schein um die Lampe. Das ist nicht mehr schön. Das müssen wir zurücknehmen. Ungefähr so weit. Mit dem Blau hier außenrum müssen wir einfach leben. Als nächstes wechsle ich hier in HSL-Farbe Schwarz-Weiß in den Reiter Luminanz und werde hier bei Blau so um die minus 20 die Luminanz zurückziehen und auch bei Aquamarin ungefähr gleich. Dafür werde ich die Sättigung bei Blau so ein bisschen anheben und bei Aquamarin auch. Bei Grün nicht zu stark, so um die 20 und die anderen drei Werte auch. Jetzt möchte ich hier das Wasser hier im Vordergrund so ein bisschen grüner gestalten, so ein bisschen grünlich einfärben. Dazu gehe ich jetzt hier auf meine Radialfilter, ziehe mir den recht groß hier über das Bild, ungefähr so. Jawohl, passt sogar schon so. Und werde jetzt mir hier die Tonung mehr ins Grünliche ziehen. Ungefähr so. Das Ganze ein bisschen aufhellen. Die Lichter nochmal ein bisschen runternehmen und die Tiefen noch ein bisschen nach oben ziehen. So. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr ins Grünliche. Ja, ich denke, so gefällt mir schon ziemlich gut. Weiß, was passiert, wenn ich Weiß reindrehe? Nee, lass ich unberührt. Ich gehe lieber noch mal ein bisschen mit der Belichtung nach oben auf eine halbe Blende. Jawohl. So. Ich könnte jetzt hier noch mit der Farbe ein bisschen mehr Grün reinbringen. Aber das färbt mir auch einfach alles ein. Und ich weiß nicht, ob ich das wirklich haben möchte. Nein, ich lasse es raus. Ich wende jetzt hier die Farbe auf dem Radialfilter nicht an. Ich bestätige das Ganze mit Fertig. Und werde mir jetzt hier noch einen Verlaufsfilter von oben bis hier unten aufziehen, ungefähr so. Und versuche das Blaue hier aus den Lampen, aus dem Himmel so ein bisschen rauszuziehen, indem ich hier ein bisschen entgegenwirke mit der Temperatur. Nur ganz leicht, ungefähr, ja, so. So ist es, glaube ich, schon ganz cool. Fertig. Wir machen mal ein Vorher, Nachher.
So sah das Foto vorher aus. Ich zoome hier mal rauf. Und das haben wir bis jetzt draus gemacht. Nochmals. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Vorher, nachher. Okay. Ich denke, der Part für Lightroom ist jetzt hiermit abgeschlossen. Ich würde das Ganze jetzt zu Photoshop rüberziehen. Ich drücke die rechte Maustaste auf das Foto und sage Bearbeiten in Adobe Photoshop 2020 bearbeiten. In Photoshop angekommen, lege ich mir als allererstes eine neue leere Ebene an. Das ist meine Retusche-Ebene. Da werde ich die Bereiche rausretuschieren, die mir nicht gefallen. Wie gesagt, der Bereich, hier haben wir ein paar komische gelbe Punkte drin, die mir nicht gefallen. Und die fünf Kollegen hier hinten, die das Wasser hochspritzen. Zumindest mal die Großen, die Kleinen können drinbleiben, die stören es nicht so wirklich, aber die Großen finde ich jetzt persönlich doch sehr störend. Dazu zoome ich mal ins Foto hinein, wechsle hier auf meinen Bereichsreparaturpinsel und passe die Größe meines Pinsels so ein bisschen an, ungefähr so. Achte darauf, dass ich so einigermaßen einen weichen Rand habe. Die Deckkraft sollte bei 100% liegen und ich kann das jetzt hier einfach rausretuschieren. So, gleich mache ich hier auch mit dem Kollegen, hier und auch mit dem hier und auch mit dem hier. Soweit ganz gut. Hier habe ich so einen komischen grünen Flair drin, den möchte ich auch raus haben. Okay, perfekt. Hier unten waren so komische gelbe Lampenlichter im Wasser, die mich gestört haben, die möchte ich rausnehmen. So. Und dann haben wir jetzt hier noch einen Bereich, der auch nicht so toll ist. Der mich hier am meisten stört, ist der gelbe Schein hier von irgendwelchen Lampen, die ich jetzt hier auch raushaben möchte. Okay. Ich zoome aus dem Foto heraus und werde mir als erstes jetzt hier mal eine Dodge-and-Burn-Ebene anlegen. Die Dodge-and-Burn-Ebenen werden mir automatisch erstellt durch meine Aktion. Ich habe hier einmal für die Lichter und einmal für die Tiefen jeweils eine 50%ige Grau-Ebene drin. Ich möchte jetzt aber hier oben drüber noch eine leere neue Ebene haben, die ich jetzt hier auf weiches Licht stelle. Und ich werde mir jetzt hier mit einem schwarzen Pinsel zuerst einmal so alle schwarzen Bereiche, die sehr, sehr dunkel sind, so ein bisschen nachmalen. Ich habe meinen Pinsel eingestellt und ziehe jetzt hier einfach einen Strich so drüber. Muss auch gar nicht gerade sein. Hier, da. Kann auch ruhig unterbrochen sein, es ist überhaupt nicht schlimm. Du wirst gleich sehen, warum. Hier so ein bisschen, hier auch die Bereiche. So ungefähr. Ich zoome aus dem Bild raus. Sieht alles sehr, sehr komisch aus und ich gebe es ja zu. Hier hinten vielleicht noch mal so ein bisschen drüber. So. Okay. Ich denke, das soll es passen. Gut. Danach wechsle ich hier oben auf Filter. Weichzeichnungsfilter. Der Gaussche Weichzeichner. Den auf dem Radius von 0 Pixel zurückdrehen und werde mir den jetzt ganz langsam reinziehen, bis von den schwarzen Striche nicht mehr so viel zu sehen ist. Also bis die wirklich vollkommen weich gezeichnet sind. Ungefähr so bei 50 Pixel. Ja, gehen wir auf 60 Pixel. Genau. Wenn ich jetzt einmal einen Vorher-Nachher-Vergleich mache, so war das eben ohne diese schwarzen Striche und das ist mit. Ohne, mit, ohne, mit, ohne, mit. Wenn das Ganze dir jetzt zu dunkel rüberkommt, kannst du hier die Deckkraft auch noch mal ein bisschen runternehmen. So um die, ja, vielleicht 35%. Ohne, mit, ohne, mit, ohne,
Okay, der erste Schritt in die richtige Richtung für Dodge & Burn wäre getan. Ich gehe jetzt hier auf die untere Ebene, die Lichter, wechsle hier auf mein Abwedlerwerkzeug und werde mir jetzt hier überprüfen, ob die Belichtung richtig eingestellt ist. Ich stehe hier aktuell auf Lichter, bei Belichtung bei 5%. Gehe jetzt dann hier auf die Auswahl, Farbbereich und gehe jetzt hier von den Tiefen auf die Lichter. Jetzt wollen wir so ein bisschen versuchen, die Maske zu lesen. Also es sollten natürlich alle Bereiche sichtbar sein, die hell sind. Und je feiner ich das hier einstelle mit der Toleranz und dem Bereich, umso detailreicher wird das Ganze. Ich gehe jetzt hier mal auf 100%. Hier ist einigermaßen schön die Lichter alle enthalten. Bestätige das Ganze mit OK. Ich bekomme jetzt hier eine Maske. Die Maske stört mich aber bei der weiteren Bearbeitung. Deswegen drücke ich STRG und H, damit das Ganze ausgeblendet wird. Die Maske ist aber nach wie vor noch aktiv. Du siehst sie bloß nicht mehr, diese gestrichelten Linien um die jeweiligen Bereiche. Dann ziehe ich jetzt hier mit einem wirklich großzügigen, großen Pinsel mehr jetzt hier über die Lichter drüber. Die werden jetzt dadurch verstärkt. Du siehst es hier vielleicht im Video noch nicht allzu viel. Ich gehe jetzt hier zum dritten Mal drüber und ich blende dir jetzt hier einmal die Ebene aus. Hier sieht man schon ganz leicht eine Maske, wie sie entsteht. Ich blende sie aus. Das war ohne Dodge & Burn. Und das ist jetzt mit den angepassten Lichtern. Ohne, mit, ohne, mit. Wenn es zu stark sein soll, wie immer, du kannst die Deckkraft jederzeit runterdrehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich wechsle jetzt hier auf die Tiefenebene. Stell sicher, dass ich jetzt hier vom Abwedler auf das Nachbelichterwerkzeug wechsle. Überprüfe, dass ich hier wirklich die Bereiche der Tiefen eingeschaltet habe und auch bei 5% bin. Gehe hier wieder auf die Auswahl, halt bevor ich das mache. Erst einmal STRG und D drücken, damit die aktuelle Auswahl gelöscht wird. Gehe jetzt hier auf Auswahl, Farbbereich und wechsle es hier auf die Tiefen. In den Tiefen müssen nur die Bereiche markiert sein, die wirklich auch dunkel sind. Wir können jetzt hier die Toleranz auch ein bisschen höher ziehen, ungefähr so. Und ich will das Ganze hier mit OK bestätigen. Der Rest gefällt mir schon ganz gut. Und auch jetzt bekomme ich hier wieder eine Maske drin und blende die mir ebenfalls wieder mit STRG und H aus und werde mir jetzt auch hier so dreimal über das Foto mit den tiefen Einstellungen drüber ziehen. Du erkennst hier vielleicht auch schon eine leichte Maske. Ich blende das Ganze mal aus. So war es mit, so ist es ohne, mit, ohne. Vielleicht in dem Fall sogar nochmal ein viertes Mal über das Foto drüber. Ja, ohne, mit, ohne, mit. Und jetzt können wir das Ganze uns einmal anzeigen. So war das Original. Und das haben wir mit der Dodge & Burn Bearbeitung jetzt rausziehen können. Ich finde, die Lichter sind ein bisschen zu stark. Da werde ich nochmal die Deckkraft so auf 80% runternehmen. Ungefähr so. Ohne, mit, ohne, mit. Jawohl, gefällt mir ziemlich gut. Ich drücke STRG und D, damit die aktuelle Auswahl aufgehoben wird. Gehe hier auf den oberen, auf meinen obersten Ordner, klappe den zu, damit die neue nächste Ebene, die ich jetzt erstellen werde, nicht im Ordner angelegt werden, sondern oben drüber. Ich werde mir jetzt hier Luminanzmasken erstellen. Ich klicke hier auf meine Aktion Luminanzmasken erstellen. Wenn du wissen möchtest, wie du die Luminanzmasken bekommst, check dieses Video oben rechts aus. Es dauert einen kurzen Moment. Wechsel im Anschluss auf die Kanäle und werde mir jetzt hier die Lichter 1 auswählen mit gedrückter STRG-Taste und ein Klick auf die Miniaturansicht bekomme ich eine Maske erstellt. Gehe zurück hier auf die Ebene, gehe hier auf meine Korrekturen und werde mir jetzt hier eine Gradationskurve zur Hilfe holen. Damit dieser ganze komische rote Bereich hier nicht sichtbar ist, klicke ich hier auf den vorderen Teil und ziehe mir jetzt hier meine Lichter so ein bisschen nach unten. Ungefähr. So, ich wechsle hier auf meinen Blaukanal und werde den so ein ganz klein wenig nach oben regulieren. Ungefähr so. Und gehe zurück in die Kanäle. Hol mir jetzt hier die Tiefen. Ich nehme jetzt hier Tiefen 3 oder vielleicht sogar Tiefen 4. Nein, Tiefen 3 ist ganz okay. Drücke hier wieder die STRG-Taste auf die Miniaturansicht, sodass die Auswahl erstellt wird. Gehe hier auf die Ebene. Klicke hier auf das, auf den vorderen Bereich und gehe hier auf die Korrekturen und ziehe mir eine weitere Gradationskurve her.
setze hier einen Punkt in der Mitte und werde mir jetzt hier den unteren Bereich so ein ganz klein wenig aufhellen. Das reicht schon. Danach gehe ich wieder in die Kanäle und jetzt werde ich den Kontrast noch aufbauen mit den Mitteltönen 1. Wenn ich jetzt die Steuerung-Taste und die und einmal auf die Miniaturansicht klicke, kommt eine Warnung, dass er mir keine Auswahlkanten mehr anzeigen kann, weil die Auswahl zu groß ist. Also er hat es hier über 50% ausgewählt, bestätigt das Ganze mit OK, macht nichts, die Maske ist trotzdem erstellt. Hier auf Ebene, klicke hier vorne drauf, gehe auf die Korrekturen und ziehe mir noch eine Gradationskurve rein. Und du siehst hier auch schon, hier ist die Maske drin. Ich werde den oberen Bereich, den Lichterbereich hier ganz nach oben ziehen und den tiefen Bereich so ein bisschen abdunkeln. Ungefähr so. Wenn wir jetzt hier die Dodge & Burn-Ebene mit der Retusche-Ebene in eine neue Gruppe packen, mit den Luminanzmasken und das Ganze mal vorher, nachher uns anschauen. Okay, als nächstes benötige ich eine komplette Pixel-Ebene, die erreiche ich mit Steuerung Alt, Shift und E. Aus dieser Ebene werde ich mir ein Smart-Objekt erstellen mit rechter Maustaste auf die Ebene und hier in Smart-Objekt konvertieren auswählen. Danach gehe ich in die Filter, Nick Collection, Color FX Pro 4. In der Nick Collection selber gehe ich hier auf den Filter Pro Kontrast. Werde mir den dynamischen Kontrast auf 50 anheben. Den Kontrast korrigieren werde ich auf 25. Und beim Farbstich entfernen werde ich mal schauen, was mir am besten gefällt. So ist es arg kühl. Ich denke hier so bei 15%. Ich klicke hier auf Hinzufügen und möchte mir hier meinen Weißpunkt neutralisieren. Ich gehe hier auf den Weißpunkt Neutralisations Filter, gehe hier auf die Pipette und gehe hier auf einen Weißwert. So, und bestätige das Ganze mit OK. Hol mir einen weiteren Filter rein, und zwar den Kamera-RAW-Filter. Und ich möchte den Dunst hier so ein bisschen entfernen, damit hier den Blauschimmer hier in der Umgebung, vom Umgebungslicht so ein bisschen rausgeht. Den werde ich hier so auf 25 nach oben drehen. Dafür werde ich die Belichtung ein bisschen nachregeln. Ungefähr so. Na, das war schon zu viel. So. Genau. Ich werde es hier in das Pinselwerkzeug wechseln. Die Struktur auf plus 40, die Klarheit auf plus 8. Und mir jetzt hier noch so ein bisschen die Struktur reinzeichnen hier in den Häusern. So, ich glaube, das ist ganz gut. Dann möchte ich hier unten das Ganze noch ein bisschen aufhellen. Ich werde noch mal einen Radialfilter zur Hilfe holen. Ungefähr so. Das Ganze hier mit den Tiefen noch ein bisschen anheben. Und die Belichtung vielleicht auch. Aber nur ganz leicht. So. Und ich beschäftige das Ganze mit OK. Jawohl. Gefällt mir. So ist es super. Als nächstes werde ich mir noch ein paar Color Lookups zur Hilfe holen. Ich gehe hier auf die Korrekturen, gehe hier auf die Color Lookups und werde mir jetzt hier den Crisp Warm reinziehen. Natürlich nicht zu 100%, sondern nur ganz leicht. So, vielleicht 20%. Okay, ich belasse es so. Zum guten Schluss werde ich noch mich um den Schnitt kümmern, weil der Turm hier drüben, der stört mich, die Kante. Und ich wechsle jetzt hier schnell auch mein Freistellungswerkzeug und ziehe hier so ein bisschen das Ganze rüber. Bestätige das Ganze. Lass es reinrechnen. Und das Foto ist fertig. Wir machen zum guten Schluss dann noch einen Vorher-Nachher-Vergleich. Das war das Bild. Wie es von Lightroom gekommen ist, das habe ich raus entwickeln können.
Wenn es dir gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben oder unten befindet sich der Abonnieren-Button. Nie wieder ein Video von mir verpassen. Abonniere jetzt meinen Kanal. Folge mir auf Facebook, folge mir auf Instagram. Alle URLs dazu befinden sich in der Videobeschreibung. Teile dieses Video mit all deinen Freunden und empfehle mich weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bedanke mich für deine Zeit. Mach's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal.